heute was Besonderes bei Game One. Und zwar, Simon spielt alten Scheiß. Shenmue 2. Und wir sind im Hafen. And we are looking for the sailors. Nee, noch nicht ganz. Eigentlich nicht. Wir suchen nach Arbeit, denn wir wollen uns prügeln. Und da braucht man ein Eintrittsgeld von 10 Tacken. Und die habe ich nicht. Ich habe nicht mal 10 Tacken. Und deswegen werde ich jetzt an der Stelle erstmal versuchen, ein bisschen was zu arbeiten, damit ich ein bisschen Kohle kriege, damit ich dann richtig einen reinhauen kann. Und wir werden gleich hier beides verbinden, glaube ich. Aber vorher muss ich mit dem... Oh, nee, Moment hier. Der Lin, der sagt ja gerade, wo ich lang muss. Aber da muss ich noch gar nicht lang, denn da habe ich, wie gesagt, noch kein Geld. Ich suche mal nach einem Job. Do you know where I can get a part-time job nearby? Oh, good to see you. I need some people to work for me. Do you want to work right now? Ja, jetzt gleich. Bin ich natürlich sofort dabei. Ich brauche die Asche. Ich hab's gesehen, ich habe zwei. Also, echt nicht viel. Ich habe eben schon kurz versucht, mir Geld zu verdienen beim Glücksspiel. Also es gibt so... Ja, so kleine Automaten sozusagen, wo man spielen kann, wo man aber vor allen Dingen auch bedienen kann. Das heißt, man stellt sich hin, hat irgendwie 300 Dollar, 300 Hongkong-Dollar und muss dann mit Leuten spielen, gegen die spielen sozusagen, als Chef von diesem Laden. Und wenn man das halt... Oh, gleich mal alles versaut hier. I hope nothing's broken. Ja, das kann passieren. Naja, und dann muss man eben... ich drücke nach links. Muss man eben dafür sorgen, dass da Kohle reinkommt. Und wenn man am Ende nicht mehr verdient hat, dann kriegt man auch nichts. Hat man quasi die ganze Zeit umsonst gearbeitet. Und das ist mir passiert. Einmal gewonnen, einmal verloren, einmal 50 gewonnen, 50 verloren. Weg war's. Ja, und deswegen mache ich jetzt lieber ehrliche Arbeit. Oh. Hey, hey, not again. Ja, das kann passieren. Ich gerate richtig in Schmerz hier bei dieser Arbeit. Ja, der Typ ist aber voll bescheuert. Ich meine, er will, dass ich ihm helfe. Und anstatt eine straighte Linie geradeaus zu laufen, lässt er mich links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Er will es, er provoziert es. Aber ist mir egal, ich arbeite einfach bis in die Dämmerung. Und dann werde ich schon irgendwas verdienen, das wird schon reichen. Um zumindest einmal kämpfen zu können. Und dann kann ich ja bescheißen, dann speichere ich ab, lade dann, wenn ich irgendwie gewonnen habe. Das Alte. Och, jetzt komm. Oh man, again? Ja, again. You don't call this working. Komm, mach zu, Junge. Here. Right. Right. Ja, das sind die ganz frühen. Ja, das sind schon eigentlich keine QTs, das sind eigentlich schon so Bemani-Elemente, weil man wirklich eigentlich nichts anderes macht als damals vergleichbar so mit Guitar Freaks, was ja lange vor Guitar Hero kam von Konami. Und im Grunde ist das halt Bemani-Einflüsse. Minigames à la Bemani. Links, rechts, links, 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 rechts, rechts und so der ganze Quatsch. Aber eigentlich, heute würde man das besser machen. Heute würde man, glaube ich, solche Missionen schon ein bisschen cooler machen. Gerade weil man sie wirklich im Spiel auch braucht. Ihr müsst in Shenmue echt Geld verdienen. Aber es ist auch gerade diese Blödheit dieser Arbeit, die es irgendwie realistisch macht, finde ich. Es ist halt einfach dumme, blöde Arbeit. Die soll keinen Spaß machen, man muss sie nur machen. Weil man braucht die Asche. Ja, mal rechts. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt das große Finale. Links vorbei? Ja, links vorbei. Ich habe doch links gedrückt. Don't drop it! Mann, wie lange geht denn der Tag noch? So. Und jetzt bestimmt rechts, hä? Einmal vorne noch, rechts. Rechts. Oh, da fällt die Kamera runter. Vor Freude. Runter. Hier. Okay, next. Sure. Next, we'll carry this one. Sure. Ja, das geht hier noch eine ganze Zeit. Wir kürzen das an der Stelle, glaube ich, eh mal ab so. I hope nothing's broken. Einmal nicht aufgepasst. So, jetzt. Here. Ja, komm, wir kürzen das hier ab. Right. Alles super. Komm, ist gut. Oh, you dropped it. Herr mit der Kohle. Hello, next time.
Ja, ich finde, ich habe das schon ganz gut gemacht. Wie viel kriege ich denn jetzt? Ach komm, 40 nur. Ja, letztes Mal habe ich 60 bekommen. Da habe ich aber auch ein bisschen mehr geschafft. Aber wen kümmert's? 40 ist ja auch schon ganz okay. Oder nee? Nee, doch, ist okay. 40, okay. 40 kann ich eigentlich so anfangen. Doolin. Oh, Ryo! I was waiting for you! For me? I heard that you're fighting Ren! I went to get some information from him. I'd like to help, but they might come after me if I do that. So I thought I'd at least teach you a move. Teach me a move? Ja. Ja. Du mit deinen Schlappen. It's my best move. It's called... Bringst mir was bei. Rolling Uppercut. Rolling Uppercut. Ich müsste jetzt die Tauben wegfliegen ins Lungen. Aus Schock. I'd really feel good if you did. Do you want to learn this move? Ja. Lernen. Der scheint ja ganz wichtig zu sein. Wenn er mir schon extra sagt, der ist für den Typen, für den ich gerade quasi das Geld hole, damit ich gegen ihn kämpfen kann, dann wird das wohl nicht unwichtig sein. First, casually step back. Then concentrate your strength in your hips and strike. Now try it. I don't think. Just the way you saw it. Und das Coole bei Shenmue ist tatsächlich, dass man eben nicht sofort alles gezeigt kriegt in Form von, ja, zweimal nach hinten und A oder X oder B, oder, sondern man muss das so ein bisschen selbst rauskriegen. Also er erklärt einem ja auch, wie es geht. Und man macht das dann einfach nach. Next, thrust your fist as you step back twice. Let's see you do it. Also im Grunde ist es jetzt einfach nur zweimal nach hinten und X. Na komm, Junge. Ja! Good, that's it. You got it quite quickly. Ja, danke. Your coaching was good. Stimmt gar nicht, ich war gut. You gather strength and thrust an uppercut. If you connect, it'll give Ren a good blow. Do you want to practice more? Ich hab's ja eigentlich gemastert. I think I had enough practice. Let me know when you've knocked Ren down. Yes, I will. I'm looking forward to it. Und das Nette ist, wenn ich jetzt mit ihm ganz viel noch geübt hätte und den Move immer wieder geübt hätte und geübt hätte und geübt hätte, dann wird es irgendwann später und ganz am Ende, man muss ja immer irgendwann nach Hause, meint der Kollege dann so, ja, ist jetzt auch echt spät so, willst du noch einmal sehen, ich zeig ihn dir noch einmal und zeigt ihn dann noch einmal, steht aber ein bisschen näher am Pier und fliegt halt einfach am Ende in diesen Pier rein, was wir jetzt nicht gesehen haben, was ich sehr cool finde, dass es eben so ganz viele kleine versteckte Sachen gibt, die man einfach nur dadurch bekommt, dass man eben zufällig hier jetzt länger braucht fürs Training und es dann eben spät wird und ähnliches. Und das ist jetzt beim ersten Mal, wo ich recht schnell alles kapiert habe, gar nicht passiert. Oh, how are you doing? Da könnte auch was passieren. Das ist nämlich die Joy, unsere heiße Rockerbraut. Does it matter to you? Oh, I guess not. Dio, I wanted to ask you. Yeah? You know Uncle Chen in Yokosuka, right? Yeah. Then, do you know Guizhan? Guizhan? Yes, of course. Really? How is he doing? Also ihre Stimme hat mich schon ein kleines Stück weniger nervig in Erinnerung. He's blunt, just like you. But he's a nice person. True. Whenever Guizhan comes to Hong Kong, he tells me all about Japan. Really? Guizhan visited Hong Kong. Hey, when's he coming to Hong Kong? Do you know? Guizhan probably can't make it to Hong Kong for a while. What do you mean? He got injured, saving me. Injured? To save you? What happened? Joy. It has something to do with Yuanda Zoo, right? I...
I have followed a man to Hong Kong. Young Dazu knows about this man. Guizhen was supposed to come to Hong Kong with me. But right before boarding the ship, he was attacked by one of the man's associates. Who is this man? You don't need to know. It's better for you to stay out of this. No way! Guizhen is my friend! I have to know who this guy is. He's the reason why my friend is hurt. Joy, listen to me. What? I can't tell you much, but the man I'm after is very dangerous. Liu! I don't want anyone else to get involved. I can't endanger you like I did with Guizhen. Please understand. But I could be of some help. Der gute Ryo, der denkt immer mit, immer an andere. Really? Wirft sich zehnmal vor den Bus, um einen kleinen Hund zu retten, wenn es sein muss. Ach schön, jetzt kommt hier noch ein bisschen, ist ja richtig schön heute, es ist Nacht. Das ist übrigens die Stadt jetzt, in der wir uns halt befinden, Hongkong in dem Fall. Es gibt immer, wenn es Nacht wird, so eine kleine Animation, die einem zeigt, ah, jetzt ist auch langsam mal gut. Und in dem Fall ist es, na gut, 7 Uhr. Ich habe ein bisschen Kohle, ich könnte kämpfen, aber letztendlich muss ich noch warten auf die richtige Zeit. Und ich glaube, das schaffe ich erst morgen. Ich werde es versuchen, einfach mal heute hinzugehen. Aber die Zeit vergeht in Shenmue wie im Flug sozusagen und deswegen kann es gut sein, dass die schon gar nicht mehr kämpfen. Aber das sind eigentlich ja böse, bärige Peer-Arbeiter, die da irgendwie illegale Kämpfe austragen. Ich glaube nicht, dass sie um 6 Uhr zu Hause sein müssen, aber bin gespannt. Wir werden mal gucken. Au, oh, hier gibt's auch einen Kampf. Nimm ich einfach den. Ah nein, das ist jetzt Armwrestling. Na gut, warum nicht? Ja, ja, dich mache ich alle, Junge. Hier, 40, hab ich. Ha, gerade gewonnen. So, mach ich. Natürlich. Ein bisschen Pech versaue ich jetzt wieder alles. Ich muss noch mal einen Tag arbeiten. Japan. Here's a newcomer. A daredevil all the way from Japan. Ryo Hazuki against a monster who broke 99 arms, Bear Norton. Bear Norton. Der sieht auf jeden Fall schlagbar aus, glaube ich. Sorry, your arm will make it 100. Ja, also für damals war das eine gute Lippen-Synchro-Animation. Das war damals richtig okay, weil es eben immer dann passiert ist, wenn man, wenn wirklich was gesagt wurde. Wie, willst du mich verarschen? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Alter, fuck you doch mal, ey. Und Scheiße, ich habe eine Sekunde, ich habe gar nichts gesehen. So ein Prass habe ich. Ja, wir warten ein, zwei Tage, arbeiten ein bisschen, schleppen blöde Boxen rum und sehen uns dann wieder. Dankeschön, tschüss.